Mann. Puh. Tja, tief durchatmen. Nash, vielleicht hörst du mal für 5 Sekunden auf, mit deinen Papieren zu rascheln. Ich werde euch kein Bier spendieren, Gentlemen. Wir sind nicht zum Bier trinken hier, mein Freund. Oh. Mhm. Hat noch jemand das Gefühl, sie sollte sich in Zeitlupe bewegen? Wird sie eine große Hochzeit wollen? Was denkt ihr? Einigen wir uns auf Schwerter, Gentlemen? Pistolen im Morgenraum? Habt ihr etwa alles vergessen? Erinnert euch an die Lektion von Adam Smith, dem Vater der modernen Ökonomie. Im Wettbewerb kommt der individuelle Ehrgeiz dem Gemeinwohl zugute. Genau. Jeder kämpft für sich selbst, Gentlemen. Und die, die scheitern, bleiben bei ihren Freunden hängen. Ich werde nicht scheitern. Eine Blondine in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Okay, keiner bewegt sich. Sie sieht hier rüber. Oh, sie sieht Nash an. Oh Gott. Na schön, er mag momentan im Vorteil sein, aber wartet ab, bis er den Mund aufmacht. Erinnert ihr euch an das letzte Mal? Oh ja, das war was für ein Geschichtsbuch. Adam Smith muss revidiert werden. Was soll das denn nun wieder? Wenn wir alle hinter der Blondine her sind. Blockieren wir uns gegenseitig und kein einziger von uns kriegt sie. Also machen wir uns an ihre Freundinnen ran. Aber die zeigen uns alle die kalte Schulter, weil niemand gern zweite Wahl ist. Und was ist, wenn sich keiner an die Blondine ranmacht? Dann kommen wir uns nicht in die Quere und beleidigen nicht die anderen Mädchen. Nur so werden wir gewinnen. Nur so kommen wir alle zum Stich. Adam Smith hat gesagt, das beste Resultat erzielt man, wenn jeder in der Gruppe das tut, was für ihn selbst am besten ist. Richtig, das hat er gesagt. Stimmt's? Unvollständig. Unvollständig. Okay? Weil man das beste Resultat dann erzielen wird, wenn jeder in der Gruppe das tut, was für ihn selbst am besten ist. Und für die Gruppe. Nash, wenn das ein Versuch ist, dir die Blondine allein unter den Nagel zu reißen, fahr zur Hölle. Regulierende Dynamik, Gentlemen. Regulierende Dynamik. Adam Smith hat sich geirrt. Hey, jetzt geht's los. Vorsicht, Vorsicht. Danke.